Hallo Freunde, in diesem Video möchte ich euch gerne das neue Display von CYC, das DS103, vorstellen. Es handelt sich hierbei um ein 3,5 Zoll großes LCD-Display mit hohem Kontrast und hoher Helligkeit. Es besitzt außerdem eine Firmware für CYC-Motoren. Zudem bietet das Display ein externes Bedienfeld mit 4 Tasten, mit einer Hoch- und Runter-Taste, mit einer M, mit einer Menü-Taste und einem Ein- und Ausschaltknopf. Um in das Einstellungsmenü zu kommen, müsst ihr länger auf der Taste M draufbleiben. Jedoch muss das Ganze innerhalb von 15 Sekunden nach dem Einschalten passieren, denn ansonsten kommt ihr nur hier in diesen Datenlöschen-Screen. Deshalb schalten wir jetzt das Display nochmal aus. Und nochmal an. So. Und jetzt müssen wir innerhalb der ersten 15 Sekunden auf dieser M-Taste bleiben, damit sich hier dieses Menü öffnet. So, hier haben wir jetzt mehrere Einstellungsmöglichkeiten, wie eben beispielsweise den Modus. Dazu kommen wir aber später nochmal. Dann eben eines der wichtigsten Einstellungen, um das Fahrrad in Betrieb zu nehmen, ist die Batterie. Diese kann man hier auswählen, indem man jetzt einmal auf die M-Taste wieder klickt, kommt ihr in die Batterieeinstellungen. Hier gibt es jetzt die Möglichkeit zwischen 6S und 14S auszuwählen, jedoch sind die CYC-Motoren nur von 10S bis 14S kompatibel. Laut CYC wird das in späteren Versionen des Displays noch geändert, damit keine Verwirrung besteht. Also 14S steht für 52 Volt, 13S für 48 Volt und 10S steht für 36 Volt. So. Als nächstes haben wir die Reifeneinstellungen. Als nächstes haben wir den Reifenumfang. Dieser kann ebenfalls durch Tippen auf die Taste M gewählt werden und diesen Punkt müsst ihr individuell an euer Fahrrad anpassen, je nachdem wie groß euer Reifen ist. Dann haben wir als nächstes das Startup Term. Hier kann man die Hintergrundfarbe des Displays einstellen beim Start. Es gibt hier zur Auswahlmöglichkeit weiß und schwarz, damit eben der Dashboard-Hintergrund weiß oder eben schwarz ist. Dann haben wir hier die Brightness, die Helligkeit. Hier kann man zwischen 5 Stufen wählen. Wir lassen es jetzt hier mal auf 5. Die Temp Unit, die Temperatureinheit. Hier könnt ihr zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit wählen. In Europa verwenden wir meistens Grad Celsius. Dann haben wir die Speed Unit, die Tempoeinheit. Hier kann man zwischen kph und mph wählen, also Kilometer pro Stunde oder Meilen pro Stunde. Lassen wir ebenfalls bei kph. Dann haben wir als nächstes den Auto-Off-Timer. Hier könnt ihr wählen, nach wie viel Zeit, wenn nichts passiert, am Motor das Display ausgehen sollte. Wir lassen den jetzt mal auf Aus. Dann haben wir hier die Clock, die Uhrzeit. Hier könnt ihr die richtige Uhrzeit einstellen. Dann haben wir das Start-Passwort. Hierbei gilt aber zu beachten, dass ihr eben hier ein Passwort einstellen könnt. Jedoch, wenn ihr das Passwort vergesst, wissen wir noch nicht, ob sich das Passwort irgendwie wieder zurücksetzen lässt. Wir denken nämlich nicht, dass das der Fall ist. Und solltet ihr das Passwort vergessen, gibt es keine andere Möglichkeit, als wie ein neues Display zu kaufen. Dann haben wir hier zum Schluss noch die System-Infos, die System-Infos. Hier habt ihr Angaben wie eben die Seriennummer, die Firmware-Version, die Hersteller-Version. So, das war's jetzt mal im Groben mit den Einstellungen. Gehen wir jetzt wieder auf den Startbildschirm, auf das Dashboard. Hier haben wir mehrere Anzeigen. Natürlich hier groß in der Mitte haben wir die Geschwindigkeitseinheit, wie schnell ihr gerade fährt. Hier drunter seht ihr jetzt das Off. Das steht natürlich für die Unterstützungsstufe.
Wenn ich jetzt hier einmal auf den Button abklicke, sind wir auf Level 1, dann auf Level 2 und nochmal auf Level 3. Und reduzieren lässt sich das Ganze wieder durch die Taste Down. Dann haben wir hier unten verschiedene Anzeigen. Diese können auch gewechselt werden durch kurzes Tippen auf die Taste M. Ganz kurz erklärt, hier haben wir jetzt die Voltage-Anzeige, das ist die Restspannung am Akku. Dann haben wir die Effizienz, wie viel Wattstunden pro Kilometer verbraucht werden. Dann haben wir den Motorpower, wie viel Leistung der Motor gerade hergibt. Und dann haben wir die Rounds per Minute, die Umdrehungen pro Minute des Motors. Wenn ich jetzt hier auf die M-Taste klicke, ändert sich dieses Dashboard eben. Jetzt haben wir hier die Trip Time, also die Fahrzeit, die verbrauchten Kalorien, die Eigenleistung, die Human Power in Watt. Dann haben wir die Kadenz. Wenn ich jetzt hier nochmal drauf tippe, haben wir wieder die Trip Time. Dann haben wir jetzt hier die Trip Distance, die Fahrdistanz. Die ODO stehen für die gesamtgefahrenen Kilometer mit diesem Display. Und dann haben wir noch die AVG Speed, das heißt sowas wie die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und hier sind wir dann auch schon wieder im Startbildschirm. So, dann gibt es noch weitere Möglichkeiten für dieses Display. Durch langes Tippen auf die Taste Down und wenn ihr da drauf bleibt, aktiviert sich der Walk-Modus. Sobald ich wieder von der Taste runtergehe, geht der Walk-Modus aus. Und die zweite Möglichkeit, die ihr mit diesen Tasten noch habt, ist die Up-Taste. Wenn ihr hier länger drauf bleibt, dann ändert sich die Farbe des Hintergrunds. Und als guter Letzt zeige ich euch, wie ihr den Modus wechselt, weil jetzt hier seht ihr, steht Street. Das heißt, ihr habt die Einstellungen vom Street-Modus gerade aktiv. Weil in der CYC Ride Control App lässt sich das Ganze ja einstellen auf zwei Modus, auf eben auf Street-Modus und auf Race-Modus. Und eben jetzt müsst ihr hier wieder das Display eben ausschalten, da ihr in das Menü müsst, in dem wir vorher waren, anschalten. Entschuldige, dass sich hier die Farben immer ein bisschen ändern. Das liegt irgendwie am Autofokus, glaube ich. Und eben jetzt müssen wir wieder durch langes Tippen auf die Taste M innerhalb der ersten 15 Sekunden, das ist ganz wichtig, ins Menü. Und jetzt gehen wir hier auf den Trip Mode. Und hier haben wir den zur Auswahlmöglichkeit Street und Race. Und so könnt ihr den Modus quasi wechseln. Ob ihr jetzt im Street-Modus fahren wollt oder im Race-Modus, einmal eben hier drauf tippen und jetzt sind wir im Race-Modus. Das Ganze wird jetzt auch eben hier angezeigt. Ja, das war's schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ein Abo ist kostenlos und wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Danke und bis zum nächsten Mal.